Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge meines Kanals. Heute spreche ich noch einmal über die Ichthyosaurier aus Nevada, aber ich möchte damit auch gleichzeitig mein Buch Großartige Giganten, das im DTV Verlag erschienen ist, vorstellen. Das freut mich riesig. Darum geht es natürlich um Dinosaurier und auch ein wenig um marine Reptilien. Im Buch geht es um Tyrannosaurus und Triceratops, um Stegosaurus und Brachiosaurus, aber auch um Borealopelta, den schlafenden Drachen, und um Asterionis, den letzten gemeinsamen Vorfahren der Enten und Gänse. Es geht um den Asteroiden und um Veränderungen des Klimas. Wen das neugierig macht, kann sich hier einmal eine Leseprobe anhören und sich dazu die passenden Bilder der Grabung anschauen. Viel Spaß! Inzwischen ist es Mittag, die Sonne knallt noch heißer vom Himmel und ich esse unter einem großen Wacholderbusch mein Sandwich. Eine kleine Echse schielt von einem Stein aus neidisch auf das belegte Brot. Diese Tierchen sind kaum größer als Zauneidechsen, aber mit den großen Leguanen verwandt. Sie haben einen sandfarbenen Körper mit braunen Punkten und knallgelbe Füße. Am Hals finden sich zwei auffällige schwarze Bänder, die durch einen weißen Streifen voneinander getrennt sind. Man nennt diese Echsen Great Basin Collared Lizard und ich finde sie ausgesprochen hübsch. Das große Becken, Great Basin in ihrem Namen, bezieht sich auf die geologische Struktur, in der sich auch die Augusta Mountains befinden. Es liegt im Westen der USA und reicht von Oregon im Norden bis nach Mexiko im Süden. Jetzt geht es weiter. Vor mir liegen 11 große Steine, die aneinandergereiht etwa 3 Meter lang sind und zusammen eine wurstförmige Konkretion bilden. Bei dieser Konkretion bildet den Kristallisationsmittelpunkt ein marines Reptil, das wir in den Tagen zuvor ausgegraben haben. Es heißt Omphalosaurus und ist ein äußerst ungewöhnliches Tier. Die Konkretion misst zwar nur rund 3 Meter in der Länge, aber da der Schwanz des Tieres fehlt, könnte es ungefähr 5 Meter lang gewesen sein. Trotz der enormen Größe war es vermutlich kein Räuber, der an der Spitze der Nahrungskette stand, sondern ernährte sich überwiegend von hartschaligen Tieren wie den häufig vorkommenden Ammoniten. Sie sind frühe Vertreter der Tintenfische, also Kopffüßer, aus deren Gehäuse wie bei den heute noch lebenden Nautilus nur der Kopf und die Arme herausragen. Wir kennen die Ernährungsgewohnheiten der Omphalosaurier, weil sie ein sogenanntes Knackgebiss hatten, mit dem sie die dickschaligen Ammoniten zerquetschen oder aufbrechen konnten. Die Form und Anordnung der pilzförmigen Zähne geben den Paläontologen jedoch bis heute Rätsel auf. Sie zählen zu den ungewöhnlichsten Zähnen im ganzen Tierreich. Als wir das Tier endlich freigelegt haben, sind wir begeistert. Das Fossil ist besser erhalten, als es zunächst den Anschein hatte. Vor uns liegt ein vollständiges Skelett dieser Tiergruppe, wie es bisher noch nie ausgegraben wurde. Ich hoffe, das hat Lust auf mehr gemacht. Wem das gefallen hat und wer wissen möchte, wie wir den ersten Riesen der Weltmeere ausgegraben haben und was wir noch alles in den Augusta Mountains gefunden haben, der erfährt die Antworten darauf und auf vieles mehr in meinem Buch Großartige Giganten vom DTV Verlag. Danke fürs Zuschauen, bis bald, bye bye.